Achten Sie bei der Unterkonstruktion auf gleichmäßigen Lattenabstand. Beginnen Sie mit der ersten Platte an der unteren Ecke. Beachten Sie den richtigen Abstand zwischen zwei Platten. Hilfreich ist ein Abstandholz. Nageln ist besser als Schrauben, weil Sie gegebenenfalls leicht eine Platte austauschen können. Die dritte Platte überdeckt die Lücke zwischen Platte 1 und 2 symmetrisch. Je nach Wandbreite müssen die Platten abgeschnitten werden. Sie lassen sich gut mit einem Cuttermesser schneiden. Nehmen Sie dabei ein stabiles Lineal zu Hilfe. Ritzen Sie die Platte 2 bis 3 Mal an und brechen Sie an der Schnittlinie ab. Beginnen Sie die darüberliegende Reihe so, dass sie zur unteren Reihe symmetrisch ist. Nun bringen Sie Reihe für Reihe in beschriebener Weise an. Stabuflex wünscht Ihnen viel Spaß beim Verlegen.